Marbacher TV. Wofür steht Inklusion für Sie? Ist Ihnen das ein wirkliches Anliegen? Oder sagen Sie eigentlich, ich lebe mein Leben so selbstverständlich mit meinen Themen, mit meinem Beruf, mit meinen Interessen, dass da sollen sich andere drum kümmern? Inklusion ist für mich, wenn eine meiner Facebook-Freunde, mit denen ich in den letzten 3 Wochen oft gechattet habe, ein paar Fotos getauscht habe, jemanden, den man nicht täglich sieht, aber man doch eine Geburtstagsparty macht, eine Facebook-Einladung ausschickt und ich hingehen kann. Und ich kann dort in das Lokal rein, ich kann dort auf die Toilette gehen und mich mit der Person betrinken. Und wenn das funktioniert... Welche Reihenfolge ist jetzt wichtig von der Prioritätenreihenfolge? Ich habe eine Idee. Reinkommen und die Toilette. Und erst dann kann ich sagen, ob ich mich betrinke oder nicht. Ja, aber erst müssen Sie betrinken und dann müssen Sie auf die Toilette. Nein, zuerst muss ich schauen, ob die Toilette überhaupt geht. Wenn ich betrunken bin und dann aus der Toilette suchen muss, wird es richtig tragisch. Ah ja, verstehe.